Herzlich willkommen. Heute gehen wir gegen den Lich King mit einem Murloc-Schaman in den Kampf. Das Deck ist extrem günstig, das könnt ihr hier auch sehen. Nur Karten, die eigentlich rein müssen, sind der Gezeitenrufer, Murloc-Anführer, Kampfrausch und die Flossengenossen. Der Rest ist relativ austauschbar, auch der Sir Finlay Murgleton, er muss da nicht rein. Aber so wie es ist, hat das Ganze extrem gut funktioniert und dem Lich King, ich glaube, im zweiten Versuch ganz gehörig den Hintern versohlt. So, da sind wir jetzt gegen den alten Lichtkönig Sack. Das ist jetzt der zweite Versuch. Das haben wir auf der Hand, okay. Devolution ist relativ sinnvoll, Evolution und Kampfrausch eher weniger. Mit Devolution können wir nämlich die zweite Phase komplett skippen, weil wir das Board von ihm ja dann einmal komplett ändern. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Variante und der Rest, naja. Naja, so ein Orakel ist am Anfang immer ganz nett. Dieser eine Murloc, der immer einen Angriff dazu bekommt, wenn man Murloc herbeiruft, der ist da wirklich Gold wert, aber na gut. Hauptsache, wir legen was. Jetzt macht er seine nekrotische Seuche. Das hat zur Folge, dass alle unsere Minions nur noch die Werte 1-1 haben. Und dann buffen wir erstmal einen kleinen Sack und dann geht's hier ordentlich rein. Okay, Eisgespenst ist jetzt nicht so wild. Hauptsache ist halt, dass wir ihn richtig geben. Deshalb gehen wir auch jetzt die ganze Zeit nur Face. Er muss ja eh dann auf dem Board irgendwas machen. Okay, jetzt können wir einen einfrieren. Mit dem Brrlock. Oder doch? Ja. Das bringt vielleicht ein bisschen mehr. Er muss halt jetzt reingehen. Also die Aufräumgriller, die sind echt auch super gut. Na, jetzt hat er ein Auslöschen für den geopfert. Das war gar nicht mal so klug. Okay, es ist gut, dass wir das Board voll haben. Vielleicht können wir jetzt ein oder buffen wir erstmal. Ah, den dicken einfrieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann können wir den einen mit einem HP wegnehmen. Und dann vielleicht noch einen buffen und mit dem den Ghoul wegholen oder direkt rein. Also ist das ja eigentlich keine großartige Gefahr mehr. Er kann ja jetzt nur mit dem Ghoul angreifen. Dann ist er danach die Runde. Okay, da sind es noch zwei bis zur zweiten Phase. Noch zwei Runden. Oh, jetzt räumt er aber doch noch ganz gut auf. Ah, die Flossengenossen. Das ist natürlich nice. Da holen wir aber erst noch einen Totem. Und dann können die im Zweifelsfall... Ja, nice, das ist Heal. Dann können die im Zweifelsfall auch noch geheilt werden. Sehr, sehr gut. Ja, und da muss er jetzt eh erstmal dran vorbei. Und in der übernächsten Runde dann ist sowieso Phase 2. Dann ist das Board sowieso einmal aufgeräumt. Und die Phase können wir dann halt komplett skippen mit dem Devolution. Dann mit dem Kampfrausch, wer weiß. Er kann halt jetzt eh nur einen wegmachen, auch mit der antimagischen Hülle. Hat er voll verdient, dass sich das nicht lohnt. Gut, dass ich das sauber gemacht habe. Ja, jetzt konnte er nur einen wegholen, das ist aber nicht so wild. Oh, das Totem, das ist jetzt auch richtig gut. Jetzt können wir das machen, dann bekommen wir noch einen Murloc dazu, dann holen wir noch einen Totem. Und dann ist sowieso die nächste Phase, wo das Board dann einmal wechselt. Und dann kann er ja auch nur in einen reingehen, dann wird er wahrscheinlich das Totem wegholen. Aber dann können wir in der Runde drauf Devolution spielen und Kampfrausch und dann kann es sein, dass er sogar schon weg ist. Auch hier ist es wieder wie im Kampf mit dem Priester. Auf 7 Mana holt er einen Frostkamm raus. Und wir müssen jetzt das Board einmal clearen, weil sonst ist er die ganze Zeit immun und die Phase geht nicht vorbei. Dann machen wir jetzt die Devolution.
dann ist sie automatisch direkt vorbei. Und wenn wir jetzt noch mit Kampfrausch reingehen, sollte das sogar schon passen. Ja, mit dem Deck war es wirklich super, super einfach. Unfassbar, wie ich mir mit dem Priester da die Zähne ausgebissen habe. Aber es war halt auch ein bisschen lucky, weil die Devolution, die ist schon echt Gold wert. Wenn man da das Board voll hat, dann macht das schon einiges aus. Mit dem Kampfrausch dabei. Und jetzt sind wir der Lichtkönig mit dem Schamanen wieder. Das ist dann wahrscheinlich zu jeder Klasse so. Todesseher Thrall. Der Geist des Schamanen wurde mit den chaotischen Schreien der Toten überflutet. Unbeirrt schloss der Todesseher seine Augen und erwiderte nur ein Wort. Schlaft. Aha. Er ist schon cool gemacht, auf jeden Fall. Aber vielleicht so ein ganz kleiner Kurzfilm, aber das wäre wahrscheinlich zu viel Aufwand gewesen. Da haben wir unsere zweite Rune in Frostgram verdient. Jetzt sind wir ja nur noch 7 von dem Arthas-Paladin hier entfernt. Naja, gut, gut. Mit dem Deck funktioniert das auf jeden Fall einwandfrei. Probiert da mal ein bisschen rum. Wie gesagt, es kostet so gut wie nichts und es ist echt relativ schnell, relativ einfach, gut machbar. Vor allem im Verhältnis zum Priester war das doch sehr einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir irgendwas da oder schaut auch bei den nächsten Videos mal rein. Bis dahin, macht's gut und haut rein.